ganz tief in unsere Taschen gegriffen, haben in unsere gemeinsame Taschen 900 Euro gefunden und werden diese 900 Euro in eine gewaltige Plakatwelle investieren, die ganz genau aus diesem einzigen Plakat besteht. Es gibt nicht mehr. Wer dieses Plakat sehen will und wer unsere Plakatwelle kennenlernen will, muss uns in ganz Österreich besuchen. Dieses Plakat fährt mit uns auf Reisen, das fährt heute nach Innsbruck, das fährt morgen nach Dornbirn, das fährt nach St. Pölten, das fährt nach Graz, das fährt nach Villach, aber es wird sich nicht vermehren. Und wir werden zeigen, wie man eine Plakatkampagne machen kann, ohne einen Groschen Steuergeld und ohne eine einzige Belästigung der Wählerinnen und Wähler. Die Leute haben es sich nicht verdient, dass sie für blöd verkauft werden. Die Menschen haben es sich nicht verdient, dass um Millionen Steuergeld Gesichter, die jeder und jede kennt und die viele nicht mehr sehen können, auf alle Plakatwände dieser Republik gepickt werden. Das ist nicht politische Werbung, sondern das ist politische Belästigung. Und wir hören auf mit dieser Belästigung. Wir werden nach wie vor Programme, Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren. Wir werden politische Schwerpunkte setzen und wir werden zeigen, wie man mit Steuergeldern umgeht oder nicht umgeht. Und dazu gehört gleich eines, weil so eine gescheite Plakatkampagne ausschaut und nicht so, wie Sie es jetzt überall in Österreich sehen, werden wir uns dafür einsetzen, dass die Parteienförderung, die gesetzliche Parteienförderung in Österreich im neuen Nationalrat halbiert wird. So. Das ist gleichzeitig auch unser inoffizieller, halboffizieller, offizieller Wahlkampfauftakt. Alle bedeutenden Kandidatinnen und Kandidaten sind hier versammelt. Ich brauche nicht alle wieder vorstellen. Wir haben alle vorgestellt. Wir haben klargemacht, unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind Programme. Jedes einzelne dieser wichtigen Programme zur Veränderung dieser Republik ist heute hier persönlich präsent. Und die werden auch gemeinsam mit mir überall rumfahren und den Menschen zeigen, ja, es geht. Und zwar, es geht ohne Steuermillionen, aber mit Engagement und mit ein paar gescheiten Ideen für diese Republik. So schaut's aus und so machen wir das. Und wenn Sie jetzt noch weitere beinharte Fragen zur Finanzierung unserer Kampagne haben, das ist die ganze Geschichte ist ja deswegen gut, weil wenn man sich das anschaut, dann ist im Gegensatz etwa zur Liste Kurz klar. Dazu brauche ich keinen Motorradhersteller im Hintergrund. Dazu brauche ich keine Tiroler Großindustrie. Dazu brauche ich weder Eurofighter noch Großbanken noch Großkonzerne noch sonst irgendwas. Dazu muss ich auch nicht die Steuern von Großkonzernen schonen, damit dann ein bisschen Geld in die Parteikasse kommt. Wir, bei uns ist null Konzern und dafür 100% Engagement für diese Republik drin. Auch das wollen wir mit dieser Kampagne öffentlich vollkommen klar machen. So, so schaut's aus und ja, wenn es was zum Fragen gibt, bitte an mich, an die Kandidatinnen, an die Kandidaten, an wen auch immer. Wollen Sie die Kandidaten vorstellen? Alle vorstellen? Das wird eine lange Pressekonferenz. Aber fangen wir ruhig an, ich bin dafür, dass Sie alle kurz selber machen. Fangen Sie ja von an. Ja. Therese Roscher, bin auf Platz 12 auf der Bundesliste für Pflege und Gesundheit. Ich bin die Doris Hammermüller aus Niederösterreich, zuständig für Energie und Klimaschutz. Alma Sadisch auf der Bundesliste 6 und in Wien auf 3. Zuständig für Integration, Migration und Asyl. Martha Bissmann, Steiermark und Graz, Liste 2. Meine Themen sind Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, Energie und Umwelt. Stephanie Cox, mein Name, Bundesliste 2, Spitzenkandidatin in Wien und ich setze mich für junge Unternehmerinnen, Startups und für die Jugend ein. Peter F. Meyer aus Niederösterreich und Weinviertel. Mein Spezialgebiet ist IT und die Folgen für Datensicherheit und Produktivität Wirtschaft. Landesliste Steiermark Nummer 4. Ich setze mich ein für Integration und
Landesliste Niederösterreich und Kandidat in der Thermenregion, also Bezirk Mödling-Baden. Meine besonderen Anliegen sind die soziale Gerechtigkeit in Österreich, also mehr Steuerverteilung und mehr Transparenz, speziell im Bereich der öffentlichen Vergabe. Mein Name ist Thomas Nasswetter, ich komme aus Vorarlberg, bin dort Spitzenkandidaten und ein Spitzenkandidat und bin mein Thema in Vorarlberg ist die Digitalisierung und alles, was mit dem Thema Arbeit und soziale Ungleichheit zu tun hat. Mein Name ist Gerton Friesneck, bin in der Steiermark auf Bistenplatz 3 und meine Anliegen sind nachhaltige Umwelt- und Klimapolitik. Walter Heimerl, Niederösterreich Mitte aus St. Pölten. Meine Themen sind vor allem Verkehr, Tourismus und Bürgerbeteiligung. Wolfgang Zinge, ich bin für Kunst und Kultur zuständig und für Bauspekulationen aller Art. Ich bin zuständig für die Baukulturspekulationen. Herr Berg, ich bin auf der Bundesliste und auf der Wiener Liste. Ich bin für Inklusion, Partizipation, Bildung und Kreativität und Kunst und Kultur verantwortlich. Peter Moser kandidiert in Niederösterreich. Zuständig fühle ich mich für eine Rettung des gemeinnützigen Wohnbaus, der Verbesserung der Wohnungspolitik, der Verbesserung von Arbeitsverhältnissen, Arbeitsrecht, Arbeitszeitverkürzungen und diese Fragen. Silvia Kronberger. Liste Pilz Salzburg. Meine Schwerpunkte sind die Bildungspolitik, hier vor allem das Thema Ganztagsschule und Gesamtschule und die Frauen- und Geschlechterpolitik. Jetzt wechseln wir. Liste Platz 7, Menschenrechte, Bildung und vor allem Tierschutz. Holzinger Daniela, Bundesliste Platz 4. Meine Themen werden weiterhin sein, gerechte Arbeitsbedingungen, dass die einen nicht ins Burnout und die anderen in die Arbeitslosigkeit getrieben werden und gerechte Familienpolitik, dass die Kinder im Vordergrund stehen und das Familienleben. Und Spitzenkandidatin in Oberösterreich. Spitzenkandidatin in Oberösterreich, ich danke dir. Ja, Bruno Rossmann, Spitzenkandidatin Kärnten. Das war jetzt auch Glück, dass es gleichzeitig Platz 5 auf der Bundesliste und wie bisher im Nationalrat zuständig für Budget, Steuern, Verteilungsgerechtigkeit, einem unserer Schwerpunkte. So, wer will noch? Lieselotte Winter aus Oberösterreich, Linz auf Liste 7. So, was? Ich will schon einmal, dass Sie sich stehen. Für Gesundheit, Pflege und Stellung der Frau in der Gesellschaft. Ja, Franz Vorwärts, Burgenland, Landesliste. Meine Spezialthemen sind Bodenentsiegelung und die Zweiklassenmedizin. Christoph Winterbacher, Landesliste Oberösterreich, Mein Schwerpunkt ist Telekommunikation. So. Sofort mal gleich das Mikrofon. Und so ich gehen das. Nein, das ist schon wieder okay, tun wir so das auch. Ja. Mario Wieser, Oberösterreich. Mein Hauptanliegen ist transparenter Staat statt gläserner Bürger. Ich glaube, dann sind wir so oder sind wir so weit? Entschuldigung, bitte. Ja. Barbara Bitzlin, Universität Wien. Ich bin zuständig für Familienrecht, Reform des Parlamentarismus, Nachhaltigkeit und stehe auf der Bundesliste im Nationalrat 15. Das sieht ja auch aus. Gerrit Emmensberger, Beute Wiener. Bin für Gesundheitsökonomie zuständig und für Green Jobs. Okay. Mein Name ist Hass Matthias, kandidiere auf der Landesliste in Wien auf Platz 8, bin selbstständig und meine Themen sind Jugend und Digitalisierung. Ich bin die Maria Mark aus dem Burgenland, Nummer 3 im Burgenland und mein Hauptgebiet ist die Bildung. So, es sind glücklicherweise nicht alle da. Die Tiroler Spitzenkandidatin ist deswegen nicht da, weil sie unsere gemeinsame Pressekonferenz morgen in Innsbruck vorbereitet. Der Alfred Noll kommt bald nach Österreich zurück und wird dann auch einiges öffentlich. Aber das Wichtige ist, Sie sehen, unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind konkrete Programme und auf das setzen wir. Und wir werden jetzt einen Wahlkampf führen, wo es um wenige, aber ganz große Themen geht.
Das eine, das ist mein sehr persönlicher Wahlkampf, der heißt ganz einfach, viele regieren, einer kontrolliert. Das ist eine ganz klare Ansage. Stellen Sie sich nur eines vor. Im Herbst dieses Jahres beginnt ein neuer Beschaffungsvorgang, nämlich die Beschaffung von Abfangjägern, die Nachfolgemodelle für Eurofighter. Wenn Abfangjäger beschafft werden und wenn möglicherweise die Kopie von Schüsselgrasser, also kurz Strache, zuständig sein könnte, nimm mal einmal das Schlimmste an die Wand, für die Beschaffung neuer Abfangjäger, dann gehört die schärfstmögliche Kontrolle in dieses Parlament. Und das sind mit Sicherheit wir, weil wir als Kontrolle im Parlament schlicht und einfach unersetzbar sind. Das ist das eine. Das zweite ist die große Frage der Gerechtigkeit. Europa wird zusammengehalten, solange es einen sozialen Zusammenhalt zwischen den Menschen gibt. Das gilt insbesondere für Österreich. Es geht darum, den Sozialstaat zu schützen, zu reformieren und umzuverteilen. Arbeit, Einkommen und Lebenschancen von oben nach unten, dort wo das Geld und dort wo die Chancen hingehören. Und das dritte ist die Verteidigung unserer Heimat Österreich. Und unsere Heimat Österreich ist die Heimat einer offenen Gesellschaft, der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der Trennung von Kirche und Staat, der vollkommen freien und unbeeinflussten Medien, der unabhängigen Justiz, des Verfassungsstaates, der parlamentarischen Demokratie. Das ist unsere Heimat Österreich. Und die werden wir mit allen Mitteln gegen die extreme Rechte und gegen den politischen Islam verteidigen. Und wir werden zeigen, dass das geht. Und wir werden zeigen, dass wir in Österreich in der Verteidigung unserer Heimat die Stärkeren und die Erfolgreichen sind. Auch das können nur wir schaffen. Und dafür tritt unser Team an. Wir werden in der nächsten Zeit nicht nur Programme präsentieren, sondern auch ganz konkrete Auseinandersetzungen führen, wie zum Beispiel um Diesel, VW und Audi. Es wird ein neues Kapitel bei Eurofighter geben. Es wird Auseinandersetzungen geben, etwa um bestimmte freiheitliche Financiers und ihre Verbindungen zu Eurofighter und. Aber wir gehen auch rein in die Pflege, wir gehen rein in die Bildungspolitik. Wir werden in den nächsten Wochen auf Inhalte, auf Programme und auf sachliche Auseinandersetzungen setzen. So, das war es und jetzt gebe ich Ihnen noch einmal die Chance, voll Bewunderung dieses einmalige Plakat zu betrachten. Es ist das Schönste. Bitte nicht dazu zu schreiben, es ist deswegen so schön, weil kein Foto eines Spitzenkandidaten drauf ist. Das ist passiert, damit kann ich ganz gut leben. Und mehr wird es ein Plakat nicht geben. Das ist ein großes Versprechen, das wir bis zum Schluss halten werden. Das war's. 900 Euro, das ist die komplette grüne Plakatwelle. So gehen wir mit Steuergeldern und auch mit unseren eigenen Geldern um. Das war's auch schon. Das war unsere kurze Antwort auf eine präzise Frage. Das ist der inoffizielle Wahlkampfauftrag, was ist der offizielle? Weiß ich noch nicht. Nein, wir werden uns das einfach überlegen, ob wir noch einen großen öffentlichen Auftakt machen. Sie müssen sich vorstellen, vieles bei uns ist einfach im Entstehen begriffen. Vieles wird einfach von Leuten, die uns helfen, jetzt gerade zusammengebaut. Wir haben nicht eine große Agentur mit Millionen, die alles durchplant und wo dann die Kurzschallplatte aufgenommen wird und der Kandidat dazu nur Mundbewegungen macht und das ist schon der ganze Wahlkampf, sondern bei uns entsteht vieles neu. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welchen Schwerpunkt wir nächste Woche setzen, weil wir das zum Beispiel heute am frühen Nachmittag entscheiden. Wir recherchieren, Theresa Roscher, Sebastian und ich momentan zum Beispiel, eine sehr, sehr große Geschichte im Bereich der Pflege und im Bereich der Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte und der Vernachlässigung von zu pflegenden, speziell älteren Menschen. Wir wissen nicht, wann diese wichtige Recherche abgeschlossen ist. Ich recherchiere gerade einiges im Zusammenhang mit politischem Islam und mit Stützpunkten des Erdogan-Regimes in Österreich und wie das vom Innenminister nicht nur toleriert, sondern geschützt wird. Wir wissen noch nicht genau, aber wir werden das alles in den nächsten Tagen und Wochen präsentieren. Und wenn ich einmal gemeinsam mit allen anderen am Viktor-Adler-Markt gehe und der Freiheitlichen Partei klar mache, hier regieren wir, dann wird mir das ein besonderes Vergnügen sein. Vielleicht ist das der offizielle Wahlkampfauftakt. Jetzt geht es um Protestwählerinnen und Protestwähler.
Wir haben keinen Streit mehr mit den Grünen. Wir haben viele Wählerinnen und Wähler, die nicht mehr grün wählen, hoffentlich gerettet für diese Wahl und ihnen eine neue Adresse gegeben. Aber das ist nicht unser Hauptziel. Jetzt geht es um Protestwählerinnen und Protestwähler. Mindestens 10% der österreichischen wahlberechtigten Bevölkerung. Die wollen wir gewinnen, weil man kommt nicht als Freiheitlicher auf die Welt. Die Menschen haben sich was Besseres verdient als starke Kickl und Hofer. Und dann geht es um diese mehr als 30% Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Zurückholen in die Politik. Die wollen was anderes. Die wollen keine der alten traditionellen Parteien. Und das ist unser Angebot. Wir können sagen, okay, das ist was Neues. Schaut euch das einmal an. Wir waren gestern bei der Messe in Oberwart. In Oberwart gibt es keine grünen Heimspiele. Aber das war ein Heimspiel für uns. Das war wunderbar. Und da ist etwas in Bewegung. Das habe ich im grünen Milieu nie erlebt. Das erlebe ich jetzt zum ersten Mal, dass wir Chancen in politischen Bereichen haben, die uns bis jetzt vollkommen unzugänglich waren. Und wenn wir erfolgreich sind, es gibt ja keine Garantie dafür, es ist nur ein ernsthafter Versuch, dann können wir möglicherweise sogar die Mehrheiten in dieser Republik ändern. Österreich ist nicht von vornherein ein schwarz-blaues Land, das kann auch anders ausgehen. Und das ist mir extrem wichtig zu wissen, wir sind die Einzigen, die diese Chance haben, Mehrheiten zu verändern, und wir versuchen das zu nutzen. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Herr Pilz, wie ist das momentan mit Ihrem Wahlkampfbudget bestellt? Wie groß ist es derzeit? Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 200.000 Euro am Konto oder eigentlich nicht mehr am Konto, weil wir uns Plakate in dieser Preisklasse leisten. Wir brauchen auf jeden Fall noch einmal so viel und wir sind dabei, jetzt auf jeden Fall noch 200.000 Euro zu sammeln. Mit 400.000 Euro unserer Rechnung nach kommen wir durch. Hätten Sie mehr Geld, würden Sie dann mehr Plakate aufstellen wollen oder halten Sie Plakate so und so für überbewertet? Ich habe das in den letzten Jahren dem Bundesvorstand meiner ehemaligen Partei einige Male vorgeschlagen. Pfeifen wir auf Plakate. Nehmen wir doch die Menschen ernst. Das ist ja, man signalisiert ja den Menschen in Österreich was ganz Seltsames, wenn man sagt, wir glauben, dass ihr so dumm seid, wenn wir riesige Vergrößerungen von Politikergesichtern, die unterschiedlich belebt sind, plakatieren, die eh jeder kennt. Nein, meiner Meinung nach sind Plakate, speziell diese Großflächenplakate, völlig überholte Mittel der Politik. Es geht um direkte Kommunikation, es geht um Programme, es geht auch um politischen Streit um die Zukunft, aber nicht um Zugleistern und Zugeben von öffentlichen Flächen, bei einem politisch nichts mehr einfällt. Wo wird dieses eine Plakat jetzt stehen? Das steht jetzt einmal vor dem Parlament, wo es hingehört. Dann wird es eingepackt und eingerollt und dann macht es sich mit mir auf den Weg nach Tirol. Heute am Abend kommt es in Innsbruck an, morgen steht es in Innsbruck, übermorgen ist es in Dornbirn auf der Messe, wo es unbedingt hin will. Damit hat das Plakat seinen westlichen Höhepunkt erreicht, dann fährt es wieder zurück nach Ostösterreich und wird am Samstag in St. Pölten sein und am nächsten Sonntag in Ried im Innkreis. Also dieses Plakat wird ziemlich unterwegs sein. Ich überlege, ob ich mit diesem Plakat auf den Hochschwab gehe, aber es hat mir irgendwer gesagt, es hat über 10 Kilo alles miteinander. Und das muss ich erst genau überlegen, ob ich das schaffe. Herr Pilz, Atomfragen, nehmen Sie vor allem den Grünen und der SPÖ die Stimmen weg? Jetzt nicht genau das Gegenteil von dem, das Sie eigentlich wollten. Ich nehme den Grünen keine einzige Stimme weg und das war nie meine Absicht. Die Grünen hatten in Umfragen im Mai 2015 etwa 15% der Stimmen. Im Mai 2017 etwa 7-8. Die Hälfte der ehemaligen Grünwählerinnen und Grünwähler bis rein in den Kernwähler- und Wählerinnenbereich hat die Grünen in dieser Zeit bereits verlassen. Meine Sorge zu dem Zeitpunkt, und deswegen habe ich immer für eine Änderung der Politik plädiert, war, wir müssen doch irgendeinen Weg finden, diese Leute zurückzuholen auf diese Seite der Republik. Und wenn es die Grünen nicht schaffen, dann, und so schaut es aus, dann schaffen es wir. Das heißt, wir haben den Grünen nichts weggenommen, sondern wir haben Menschen zurückgeholt. Und dass der SPÖ Leute davonrennen, naja, bei dem Spitzenkandidaten, es gibt Pizzaboten ständig ganz oben auf der Prioritätenliste der politischen Bedürfnisse in dieser Republik. Wenn die SPÖ mit ihrer Wahlkampf die Wählerinnen und Wähler vertreibt und wir denen ein besseres Angebot machen. Sie sind alle herzlich willkommen.
Aber unser Hauptfokus liegt auf Protestwählern und Protestwählerinnen und auf der Mobilisierung von Weißwählern und Weißwählerinnen. Das ist der Weg zum Erfolg in ganz Europa. Was ist Ihr politisches Ziel? Gibt es eine Prozentmarke, die Sie verspringen möchten oder eine Regierungsbeteiligung? Na, auf jeden Fall zweistellig, weil wir nur zweistellig das notwendige politische Gewicht haben. Das müssen wir schaffen und das wollen wir schaffen. Über Regierungsbeteiligungen zu spekulieren, ist vollkommen sinnlos. Ich glaube, dass die Kanzlerfrage entschieden ist. Ein seltsamer Kampf um Platz 2 ins Haus steht. Aber dann werden wir mal sehen, wenn wir gut abschneiden und wenn wir eingeladen werden zu Regierungsverhandlungen, dann werden wir natürlich verhandeln. Ich habe auch bei den Grünen immer dafür plädiert, jedes einzelne Verhandlungsangebot anzunehmen. Aber unsere Hauptaufgabe ist Kontrolle von Machtmissbrauch, von Parteibuchwirtschaft und von Korruption. Das bleibt auch unsere Hauptaufgabe. Ein Parlament hat drei Aufgaben. Gesetzgebung, Budget und Kontrolle von Verwaltung und Regierung. Die Kontrolle von Verwaltung und Regierung, das garantiere ich Ihnen, können in dieser konsequenten Form nur wir. Wir sind die Einzigen, die das wirklich können. Das wissen die Menschen. Also kandidieren wir als Kontrollpartei und nicht als Regierungspartei. Jetzt die Frage von mir, können Sie sich vorstellen, mit den Grünen in der Regierung zu sitzen? Der Herr Kerner hat das ja, weiß ich, schon ausgeschlossen, weil er glaubt hat, dass dann zu viel Streitereien passieren werden zwischen den Grünen. Also mehr Streitereien als in der SPÖ sind ja nicht vorstellbar. Ich kann niemals mit den Grünen, auch wenn ich es mal vornehmen würde, so viel streiten wie die SPÖ-Spitze intern. Zwischen Grünen und mir ist es noch nie zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das ist ein Privileg der Führung der SPÖ. Nein, man muss sich das alles in Ruhe überlegen. Wenn wir verhindern wollen, dass Freiheitliche in Österreich regieren, dann muss es eine Bereitschaft zur sachlichen Zusammenarbeit vieler anderer Parteien geben. Ich weiß noch nicht, welche das heute sind, weil das Wahlergebnis nicht kennt. Aber es muss so wie anderswo in Europa möglich sein, dass ohne eine rechtsextreme Partei, eine europafeindliche Partei, eine Regierung gebildet wird. Ja, das wünsche ich mir. Und wenn wir was dazu beitragen können, wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die dafür Voraussetzungen schaffen können. Dann werden wir es probieren. Ohne Strache geht es ganz sicher. Und dazu werde ich auch in nächster Zeit einiges dichten. So, gibt es noch irgendwelche, auch an die Kandidatinnen und Kandidaten, die stehen auch alle zur Verfügung noch für Gespräche nach diesem offiziellen Teil. Danke fürs Kommen. Wenn wer das Plakat noch... Weil das ist, na gut, das steht jetzt noch zur Verfügung. Danke.